Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen, ja, zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein ganz besonderes Intro. Ihr seht hier hinten ein heftiges Team of the Week. Also, das sind, glaube ich, außer ein Spieler, der 82 ist, sind da noch vier weitere, die 83er sind, aber alle anderen sind über 83er. Das heißt, ja, man kann mal einen guten Plus machen. Ich mache jetzt mit euch ganz live, ganz schnell hier mal mein Team of the Week, Tradable-Pack auf und hoffe, ihr bringt mir Glück. Komm schon, Freunde. Packluck ist da. Packluck ist da. Kein Walkout. Packluck ist da. Come on. Oh, ist die Ibora, Junge. Ja, 286er. Ist in Ordnung, Digga. Ist in Ordnung. Nimm ich mit. Guck mal gerade. Der müsste gleich 100.000 wert sein. Nice, Digga. Nice. Guck ich mal ganz kurz nach. Dick. Das ist über 100.000, Freunde. 120.000 ist der wert. Wow, guckt euch das an, deswegen kann man Plus machen. Ich habe euch das schon mal gesagt, indem ihr am besten Tradable Packs macht und dann wartet ihr, bis wie so eine Woche ist. Natürlich kann man immer noch Pech haben und den 82er ziehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Ihr habt es gesehen, wow. Ja, mit 100.000, wenn ich ihn für 110.000, 120.000 verkaufe, macht man auf jeden Fall, ja, Plus. Was ich mit dem Pack gekauft habe, Pack hat wahrscheinlich vielleicht 30.000 gekostet, so, oder vielleicht 35.000. Damit, ja, kann man nicht zufrieden sein. Gehen wir jetzt zum richtigen Video. So, Freunde, Foodstraff gewonnen. Packs sind da. Erstmal Goldset, da wird eh nur Scheiße drin sein, ja. Wie erwartet. Goldspiel aber. Puck Guy Jai ist das. Sanchez! Nein. Und jetzt 50k Pack, meine Freunde, 50k Pack. Alter, bitte einmal EA, bitte! Okay. Ja, Walkout! 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 Schwör auf mein Leben, Walkout! Bitte! Bitte! Ah! Portugal! Portugal! Ich schwör auf mein Leben! Nein, Speedball! Oh mein Gott! Ich schwör auf mein Leben, Alter! Ich schwör auf mein Leben, ich dachte, das wäre Ronaldo! Ich schwör auf mein Leben, ich dachte, Alter, ich hab Portugal gesehen! Oh mein Gott, du Speedball, Alter! Halt! Oh, oh, oh! Ich hab Vital doch gezogen! Vital und Pepe! Oh, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie viel ist viel? Oh, 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 Vital! Ja! Vital 150.000! 150.000! Vital 150.000! 150.000! Oh mein Gott! Und wie viel ist Pepe wert? 20.000! Alter, ja! Mann, EA, das what I'm talking about. EA, love you, love you, love you. Ja, Mann, ey. Hier, ich hab eben noch für Champions gezockt, ne, Freunde. Alter, das hat so gebackt. Die Delay hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Ich hab Gold 3 gespielt. Hatte ich keinen Bock mehr gehabt, weißt du. Spiel Food, bisschen Foodschwaff. Gewonnen, Alter, Freunde. Wow, Junge, wow. 2 Walkout in ein Pack, Alter. 2 Walkout in ein Pack, Alter. Krass. Jo, Freunde, und ja, wir sind jetzt zurück mit einem Mini-Pack, um das Video, ja, zu Ende zu bringen. Wir haben gesehen, ich habe Gold 3 geschafft, in vorletzten Weekend League war das, und das war einfach, ich hatte einfach keinen Bock gehabt, weil das war so Delay und Laggy. Es war einfach nicht spielbar mit meiner Connection, und das war auch, glaube ich, die Weekend League nach der Pause, und da war, ja, war einfach generell ist nicht spielbar. Wie gesagt, die übernächste Weekend habe ich auf jeden Fall besseres Internet. Mal schauen, wie es dann aussieht. Und ja, die anderen Packs sind von der Top-Partien Squad Builder Challenge. Also habe ich 8 gute Packs nochmal zum Ende. Ich mache mal hier nebenbei ein paar Packs auf, während ich laber. Ich war ja in Rom, deswegen kam keine Squad Builder Challenge Top-Partien Prediction. Aber ich mache das jetzt einfach hier im Video. Ich sag euch eigentlich ein Spiel, das auf jeden Fall drankommen wird. Das ist, auf jeden Fall wird das das Wiener Duell sein, Rapid Wien gegen Austria Wien. Da könnt ihr auf jeden Fall investieren, meiner Meinung nach. Ziemlich safe. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch immer gucken nach dem Kommentar von Deka Tyris, weil er schreibt meistens immer eine sehr gute Kommentar, wo man sagen kann, ja, das ist so ähnlich wie meine Prediction. Da, deswegen, wenn ihr da guckt, könnt ihr auch immer vorher schon investieren. Natürlich werden viele Zuschauer, denke ich, auch immer noch nach meinem Kommentar, nach meiner Meinung gucken, weil die haben nicht deswegen wahrscheinlich abonniert. Aber wie gesagt, mein Tipp ist, das Wiener Derby, das denke ich, ist ziemlich sicher, dass es drankommt. Wenn nicht, dann, ja,
weiß man nicht, bei ihr weiß man momentan nicht, was immer drankommt, aber ich denke mal, dass auf jeden Fall, da könnt ihr investieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht noch lohnt, ich werde das Video nicht ziemlich spät hochladen. Wie gesagt, ich war in Wien und YouTube ist nicht mein Job, deswegen, ja, bevor ich laber, mache ich noch weiter Packs auf. Ist nicht mein Job, ich hoffe, das werdet ihr verstehen, wenn ich da Urlaub, da will ich auch ein bisschen Urlaub machen und ja. Ich hoffe, dass es können der ein oder andere Abonnent mich da verstehen. Und nebenbei, wie ihr seht, ja, werden hier ein paar Packs aufgemacht. Bis jetzt noch nichts so mega krasses gezogen. Walkouts in one pack. Aber das hier 83er Kunst-Sieg League ist in Ordnung, Freunde, ist in Ordnung. Ja, später wird auf jeden Fall auch noch ein One-to-Watch Video kommen. Bisschen spät, weil, wie gesagt, ich war nicht da. Aber ich bin gespannt, the route to want to watch Pogba wird dann laufen. Die Packs hier momentan so ist echt Katastrophe. Ja, an sich ist das keine schlechte Pack, ihr seht, das ist ein Megaset, das ist das dritte Megaset, was ich öffne und es ist 83 war der beste Spieler bis jetzt. Oh, das ist ein Big Flair, endlich, wenn man sich beschwert, ohne Witz, wenn man sich beschwert, kommt ein 85er Coutinho aus dem Pack. Wie viel ist der noch wert? Ich hoffe, der ist noch 20.000 oder so wert. Guck, ohne Witz, Freunde, wenn man sich manchmal beschwert, kommen da gute Spieler raus, Freunde. Und wie viel ist Coutinho wert? Ja, 24.000. 24.000 into my bank, wie ich so gerne sage. Also, das läuft doch. Wir haben noch einige Packs übrig. So, Freunde, die letzten drei Packs. Wir haben noch zwei Premium-Gold-Spieler-Set und ein seltenes Spieler-Set. Ist da noch ein guter Spieler dabei? Also, Coutinho war schon really nice. 20k nehme ich mit. Das ist KK, die Legende. Das vorletzte Pack, Freunde. Das vorletzte Pack. No Walkout. No Big Flair. It is... So, Freunde, das letzte Pack, seltene Spielersets, 12 Rare, alles selten. Come on, Freunde, das allerletzte, um das, ja, das Video war hoffentlich in Ordnung für euch. Wie gesagt, weil es ein bisschen wahrscheinlich kürzeres Video ist, wird später auf jeden Fall noch ein One-to-Watch-Video kommen von mir. No Walkout in 50k Pack. Aber es ist in Form, Digga, in Form, wer ist es? Wer ist es? Muriel! Oh mein Gott, die Silberlegende aus FIFA 16! Muriel! Geht die für was? Die Stats sehen richtig nice aus! Smalling! Wie? Oh mein Gott, Freunde! Smalling! Auch noch ein Pack, Alter! What the... Das ist ein Wahnsinn-Pack, Freunde! Wahnsinn-Pack! Alter, Muriel geht... Okay, geht für 26k, würde ich sagen. Also seine Stats sehen richtig gut aus. 91 Pace, 87 Dribbling, 80 Schießen. Warum ist er so günstig? Aber 26k und Smalling. Smalling weiß ich auf jeden Fall, der geht auch für 15k, Freunde. Wow, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Pack zum Abschluss dieses Mini-Pack-Opening. Also wir hatten hier ein paar Walkouts drin, in Form. Beschweren kann man sich auf jeden Fall nicht. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich entschuldige mich, wie gesagt, für die Woche, die kam kein Video, aber demnächst kommt noch eine Packout-Folge auf jeden Fall. One-to-Watch-Video sollte heute auf jeden Fall noch online gehen. Ich versuche es auf jeden Fall noch hochzuladen später und ja. Und Food Champions will ich auf jeden Fall demnächst bringen. Ich werde da echt durchstarten, wenn ich halt spätestens in der übernächsten Woche, Wochenende, werde da auf jeden Fall durchgestartet. Dieses Wochenende schaue ich mal, wie es läuft, weil Uni-Stress ist auch da. Deswegen weiß ich nicht, wie es läuft. Ansonsten danke fürs Zuschauen, Freunde. Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.